Wie hat euch das Spiel gefallen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. In einer überraschenden Wende im Viertelfinale des türkischen Pokals musste der renommierte Fußballclub Galatasaray eine bittere Niederlage einstecken und sich vom begehrten Pokal verabschieden. Das Spiel gegen Fatih Karagümrük endete mit einem für viele Fans und Beobachter des türkischen Fußballs unerwarteten 0:2 für die Gäste. Das Spiel, das im Ramspark ausgetragen wurde, zeichnete sich durch intensiven Kampfgeist und entscheidende Momente aus, die schließlich das Schicksal von Galatasaray besiegelten. Das Spiel begann alles andere als vielversprechend für Galatasaray, als Makao Fatih Karagümrük bereits in der 6. Minute in Führung schoss. Dieser frühe Rückschlag setzte Galatasaray unter Druck und zwang die Mannschaft, ihre Strategie zu überdenken und nach Möglichkeiten zu suchen, das Spiel zu drehen. Trotz verschiedener Bemühungen und Angriffsversuche gelang es Galatasaray nicht, die starke Abwehr von Fatih Karagümrük zu durchbrechen und den Ausgleich zu erzielen. Dem nicht genug sorgte Mendes in der 84. Minute für die endgültige Entscheidung und besiegelte damit das Ausscheiden Galatasarays aus dem Pokalwettbewerb. Das Ausscheiden ist für Galatasaray mehr als nur eine verpasste Chance, es ist ein Schock und möglicherweise ein Grund für eine Neuorientierung des Vereins. Galatasaray, ein Verein mit einer reichen Geschichte und einer tief verwurzelten Tradition im türkischen Fußball, steht nun vor der Herausforderung, aus dieser Niederlage zu lernen und sich für zukünftige Wettbewerbe zu stärken. Interessanterweise kam kurz nach dem Spiel eine unerwartete Reaktion. Mert Hakan Yandaş, bekannt für seine Leistungen im Trikot von Fenerbahçe, einem der größten Rivalen von Galatasaray, äußerte sich in den sozialen Medien zum Ausgang des Spiels. Sein Kommentar, der sowohl eine Botschaft der Beharrlichkeit als auch des Ehrgeizes enthielte, lautete: Engeller algılar saldırılar, vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz. Was so viel bedeutet wie Hindernisse, Wahrnehmungen, Angriffe. Es gibt kein Aufgeben. Für diese Fans werden wir kämpfen, um eine Meisterschaftsfeier auf der Bağdat Caddesi zu erleben. Diese Worte von Yandaş, auch wenn sie aus der Perspektive eines rivalisierenden Vereins stammen, spiegeln eine universelle Wahrheit im Sport wider. Die Bedeutung von Widerstandskraft und unermüdlichem Streben nach Erfolg, unabhängig von vorübergehenden Rückschlägen. Sie erinnern Spieler und Fans daran, dass der Weg zum Triumph mit Herausforderungen gepflastert ist und dass wahre Größe darin besteht, sich ihnen zu stellen und an ihnen zu wachsen. Für Galatasaray und seine Fans mag das Ausscheiden aus dem Pokal eine Enttäuschung sein, aber es ist auch ein Aufruf, mit noch größerer Entschlossenheit und Konzentration zurückzukehren. Die Geschichte des Vereins ist voll von Momenten des Triumphs nach Zeiten der Herausforderung. Und diese Niederlage könnte der Funke sein, der eine neue Ära des Erfolgs einleitet. In der Zwischenzeit bietet Yandaş' Kommentar eine interessante Perspektive auf die Rivalität im türkischen Fußball. Eine Rivalität, die von Respekt und dem gemeinsamen Streben nach Erfolg geprägt ist. Während die Fans und Spieler von Galatasaray die Niederlage verarbeiten, können sie auch Inspiration in den Worten eines Rivalen finden, der daran erinnert, dass im Fußball wie im Leben die größten Erfolge oft aus den härtesten Prüfungen hervorgehen. Wie hat euch das Spiel gefallen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.